Herzlich willkommen beim Biervergleich. In der dieswöchigen Folge geht es um das lang ersehnte Fürstenberg. Mit Frank und David. Ja, Richtig. richtig, richtig. Ich kann das nicht, das ist irgendwie dein Part. Ja, Fürstenberg, Frank, wie sind wir denn daran gekommen? Also es wurde ja öfters gewünscht, tatsächlich, immer Und mal wieder dann, angekündigt, aber irgendwie kam es nie an und dann auf einmal war es im Postfach drin, ne? richtig, ich hatte auch nicht damit gerechnet eigentlich, weil eine Zuschrift kam über Instagram von einer Nele, die darum bat, dass wir, ob wir Autogrammkarten haben. Okay. Und sie mit ihrem Freund immer zusammen da sitzt und das anguckt. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und ihr Freund würde sich riesig freuen, der da eben halt gerne eine Autogrammkarte hatte. Und das aber als Überraschung. Ja. Er scheint sie jetzt zu haben, dann kann man es auch sagen. Eben, er hat sie jetzt. Und faszinierenderweise ist, er hat dann uns eine Überraschung gemacht. Danke, Joschka. Danke, Joschka. Also fand ich echt jetzt Genau, er schön. hat auch diesmal, also wir haben ja auch immer ein Begleitschreiben. Er hat geschrieben: Besten Dank für die Karte, macht weiter so. Grüße aus Südbaden, Joschka. Joschka. Genau, und dann weiß man tatsächlich schon, wo das Bier herkommt. Aus Südbaden. Ach so, ich hätte jetzt mehr auf Bayern geschätzt. Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe extra nochmal geguckt. Man muss ja jetzt auch nicht alle Orte kennen, auch wenn man die Namen alle schon irgendwie schon mal gehört hat. Donaueschingen kommt das Bier her. Donaueschingen ist laut Google Maps in etwa 60 Kilometer östlich von Freiburg. Freiburg kennt man, glaube ich, eher. Ja. Im Breisgau. Das hoffe ich mal, dass wir nicht da irgendwie jemanden noch verwechselt haben. Es gibt ja mehrere Joschkas, aber ich denke mal nicht. Ja, Ne? so Fischer gibt es ja auch noch zum Beispiel. Joschka Fischer, siehst du, boah, ey, wenn der uns das zuschicken würde. Hui. Ja, das wäre wohl eher ein Bio-Bier dann. In Ja. einer Socke gewickelt. Der hat doch, das hat so, ja, egal. Das, Also, ich darf ja eben. nicht mehr zu sehr ausschweifen. Nein, nein. Was heißt du darfst nicht? Doch, doch, Der hat in darfst. seiner Anfangszeit in Düsseldorf im Landtag, hat er nach seinen Plenarsitzungen, ist er raus, bevor der vor die Kamera getreten ist, hat er sich schnell Turnschuhe angezogen. Hatte der im Landtag nicht an. Okay, Ja. ja, ist doch super. Haben wir mal bei einer Führung da, wurde das mal Ja, erzählt. und was hast du herausgefunden aus von diesem bayerischen, Musste, Entschuldigung. ach, sollte ich was raussuchen? Okay, ich wusste es, Ah, ich wusste Mann! es, ich Verdammt wusste es. nochmal! Moment, ich kann ja mal eben. Ja, Ah, konzentriere ich dich. schätze mal einfach, ne? 18.01.1283. Wow. Respekt, dass da das Datum steht und nicht nur das Jahr. Meistens steht dann in etwa das Jahr oder das Jahrhundert. Da hat der Graf Heinrich I. von Fürstenberg von König Rudolf I. von Habsburg die Landgrafenrechte für Baar mit Thunoeschingen erhalten. Inklusive Braurecht, inklusive, dass er Steuern einnehmen konnte und Zölle, Wiegezölle oder was. Und er konnte auch Braurechte vergeben. Und genau, da aus diesem Thunoeschingen ist dann Donaueschingen irgendwann mal geworden. Und tatsächlich hat er dann auch ziemlich fröhlich losgelegt mit Bierbrauen direkt. Dann kurze Zeit später, 1575, Oh, der ist ja. ein Gedankenstrich in der Ewigkeit, Eben. gab es auch schon die zweite Biersorte tatsächlich. Wann? Ja. Obergärig, ja, 1700 wohl eher, ja, untergärig. Ist ja auch eher egal. weniger. Pilz. Das kam später. Er passt auf. Ja, 1700 dann. Das ist auch mal ganz interessant. Manchmal sind ja auch so interessante Sachen, die man da erfährt in den Brauereigeschichten. Auf jeden Fall. Und zwar war durch die ganzen Kriege, die da drumherum 1700 waren, sind die Rohstoffe für Bier so teuer geworden, dass Bier zeitweise teurer als Wein war. Wäre heute ja, nicht unvorstellbar, aber so auf dem großen Massenmarkt, sage ich mal, schon. Ne? Klar, hast du immer mal Ausreißer oder so, aber ja.
Auf jeden Fall war das der Grund dafür, dass man dann eine fünfjährige Braupause eingelegt hat. Und dann hat 1705 Fürst Anton Egon von Fürstenberg angefangen wieder zu brauen. Und zwar hat er eine Art Weißbier gebraut, ein Märzen und ein Doppelbier. Das heißt, er hat dann sogar direkt drei gebraut, der gute Mann. So kommt immer eins dazu. Genau, 1939 ist das Ganze dann so groß geworden, dass man neu gebaut hatte. Und 1801 dann hat man ein Luftbier gebraut, so nannte man das. Und zwar war das ein Bier, ähnlich unserem heutigen Weizenbier. Es bestand nicht nur aus Weizen, sondern auch aus Gerstenmalz. Hatte was damit zu tun, dass man so viel Erfahrung hatte und auch die Maschinen, dass man das machen konnte. Es aber auch diverse Kleinstbrauereien gab in dem Ort und oder in der Stadt. Und man wollte sich von denen absetzen und hat es dann einfach gemacht, tatsächlich, weil man es konnte. Genau, mach schon mal auf, bitte. 1868 dann ist man in den Export gegangen, zuerst in die Schweiz, weil dann wurde Donau-Eschingen nämlich an das Schienennetz angebunden. Dann 1874 war es wegen der reichhaltigen Nährstoffe, die im Bier sind, wurde es tatsächlich sogar als Heilmittel empfohlen. 1884 ist das dann, heute nicht immer noch so? Ja, ein Bier ist gesund, ja klar. Und ist ja auch, da sind keine Bakterien und Keime mehr drin. Ne, allein durch den Hopfenschorn, durch den Brauvorgang, durch die Erhitzung. Und wenn da gute Zutaten drin sind, ja, dann ist das immer noch besser als die eine oder andere Chemieplörre da. Ne? Wo waren wir dann? 1884, genau, da kam der gute Josef Munz zur Brauerei als Braumeister. Und hat zum ersten Mal ein Bier nach Wiener Brauart, sprich ein helles Bier, gebraut. Und hat dann 1895, also 9 Jahre später, nee, 11 Jahre später, hat er dann tatsächlich das Pilz entwickelt. Mathe Leistungskurs. Ja, Volker hat immer 5. 1900 hat man den Export dann erweitert und man war tatsächlich auch das Bier der Zeppelin-Reederei. Ja, das heißt, in den großen Zeppelinen wurde da Fürstenberg-Bier unter anderem ausgeschenkt. Dann großer Sprung wieder. 1988 hat man eins der ersten alkoholfreien Biere in Deutschland auf den Markt gebracht. Und jetzt kommt wieder, Rüben wird jetzt wieder lachen gleich, mein Arbeitskollege. 2005 kam die Eingliederung dann in die BHI, heute besser bekannt als die Paulaner Braugruppe. Und daran hat wer 30% Anteil? Natürlich Heineken. Richtig. Genau, schön. So, so viel zur Geschichte. Das Bier, was wir heute haben, das ist das... alles aus dem Kopf, finde ich echt super. Ja, Respekt, ne? Alles ausgedacht. Nein, alles Feierabend, aus. Wochenende, Einstiegsbier. Alles auswendig gelernt, ne? Ja, wir haben hier heute das Pilz. Es hat 4,8% Alkohol. Ist angelehnt an das Pilz, was der Braumeister Josef Munz 1895 entwickelt hat. Ist also nicht genau gleich, nur angelehnt. Aber interessant noch, Kaiser Wilhelm II. Nannte es bei einem Besuch im Donau-Eschinger Schloss das Tafelgetränk seiner Majestät. Boah, kann der theatralisch werden. Ja. Drama, Drama, Drama. So. Es ist ja so hochgelobt überall, ne? Ja, das ist eben halt, hier ist die Luft ein bisschen trocken. Ja. Soll ich hier was reintun? Ja, gerne. So, also Staum ist so mittelmäßig stabil, ne? Ja. Es hat eine pilztypische Farbe, schön goldgelb, sprudelt. Ja, so durchschnittlich. So durchschnittlich. Genau. So durchschnittlich. Riechen tut's sehr gut. Was riechst du? Ich sag nicht Hopfen, Malz, Wasser. Na, fang du mal an. Also absolut. Sehr, sehr würzig, finde ich es. Oder? Ja, also es ist aber jetzt kein Geruch, der so richtig raussticht. Nee, ne? Nee. Wo ich sage, da riecht es Hefe. Also es riecht bis jetzt richtig schon mal sehr rund einfach. Mhm. Es ist jetzt nicht Hefe sowieso nicht. Es ist, doch, ja, ist keine jetzt, Hefe, kein... Kein Malz, kein Hopfen, nichts sticht da raus. Richtig. Kein Mohn. Neutral könnte man auch sagen. Okay, auch kein Mohn. 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 Ach so, ja, ist ja gar nicht drin. Ne? Ja, Mettwurst rieche ich da auch nicht raus. Okay. Mhm.
Ein sehr seltener Geschmack. Ein sehr eigener Geschmack, aber ein sehr runder. Ja, tatsächlich. Ein sehr runder Geschmack, ein sehr eigener. Aber du hast nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wow, da kommt jetzt das so richtig raus, das richtig raus. Ist schön abgerundet. Also würde ich es mit verbundenen Augen trinken, würde ich fast sagen, es ist ein Naturtrübes. Hast du die Zähne nicht geputzt, dass er irgendwie Körner zwischendurch? Nee, hat ja nichts damit zu tun, aber dadurch, dass das schon so, aber du hast bei den Naturtrüben hast du immer so einen gewissen Geschmack drin. Ne? Ne, klar, da ist noch ein Rest Hefe drin. Das ist ja das Trübe. Das und, kann man dann kauen. Genau, den Würfel vor allen Dingen. Ne? Ganzen Hefewürfeln. Aber nee, tatsächlich geht das Geschmack jetzt in die Richtung. Ich kann nur sagen, es schmeckt richtig rund. Ja. Es schmeckt echt rund. Es hat einen leichten, herben Nachgeschmack, auf jeden Fall. Und der sich ganz fest am oberen Gaumen frisst. Aber eben halt nicht unangenehm. Also es ist tatsächlich, das ist glaube ich so der Inbegriff von feinherb. Ne? Weil es hat so einen schönen, malzigen Geschmack, aber weder süß noch, noch bitter, noch zu herb, noch irgendwie zu dominierend durch Malz. Ich finde ihn ganz schön rund. Ja. Stimmt, Hallertauer und Tettnanger Hopfen ist da drin. Haben wir ja schon ganz in den ersten Folgen immer wieder festgestellt, dass der Hallertauer Hopfen eigentlich in fast jedem Bier drin ist. Ja, ne? Genau. Und tatsächlich steht hier auch nur Hopfen drauf, also kein... Ich würde dann, Hopfenextrakt. Genau, mal davon ausgehen, dass es kein Hopfenextrakt ist. Es kann natürlich trotzdem diese kleinen Pellets sein oder was. Weil die stehen jetzt so nicht drauf dann. Aber doch, das ist tatsächlich... Ja. Ich glaube, dadurch, dass man es nicht richtig beschreiben kann oder wenig die richtigen Worte finden, ist aber auch genau das, was das Bier ausmacht. Das ist so dermaßen rund einfach. Das ist ohne groß Ecken und Kanten. Es ist auch nicht mild, ne? Nein, also da nein, ist nein, schon nein, richtig nein. Geschmack drin, auf jeden Fall. Auf jeden nicht Fall. Verwechseln. Aber tatsächlich ist das so rund, dass man da jetzt nichts irgendwie so raussticht. Nee, man kann nicht sagen, okay, da ist jetzt der Geschmack oder dieser Geschmack oder es ist so richtig herb oder so. Nein, es ist eine feine Herbe, die den Gaumen kitzelt und sagt, hallo, ich bin da. Und wenn du es trinkst, so richtig schön auch flüssig ist. Es ist jetzt nicht so, bei manchen hast du ja wirklich so, da denkst du, du hast einen Pelz auf der Zunge, das will nicht runterrutschen. Ja. Ne? Das ist, finde ich, das rutscht einfach. Ja. Gut gekühlt und schön irgendwo sitzen auf der Wiese mit ein paar Leutchen. Der Grill läuft, wunderbar. Ja, absolut. Kannst du wegziehen. Bin ich dabei. Okay, ja, dann ist ja schon alles gesagt, ne? Genau. Dann packen wir jetzt unser Bier und gehen mal auf die Wiese, okay? Okay. Alles klar, dann... Was machen wir denn nächste Woche? Bin ich doch nicht da, bin ich doch im Urlaub, muss ich alleine machen. Ah, wirklich? Ja, dann komme ich zurückgeflogen, alles klar. Ja, okay. Was machen wir dann? Ein Kellerbier? Ein Kellerbier? Hast du denn was im Keller? Ich habe noch zwei, habe ich im Keller. Okay. Können wir machen. Ja. Karneval schon mal zum Mönch gegangen? Ja, ja. Ja. Auf den Hof. Ah ja, cool. Dann wisst ihr ja jetzt, was kommt. Also, gehen wir jetzt mal grillen, ne? Jo. Und mach's gut. Bis später. Ciao. Ciao, guten Hunger.